Hallo zusammen, Eizocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest, eine würdige Waffe anzunehmen bei Magister Edian Sonnental in der Weißkrone an dieser Position, also in diesem Zelt. Die Quest kann aber auch bei einem dieser anderen NPCs angenommen werden. Also egal, wo ihr die Quest annimmt, es ist immer dasselbe zu tun. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.7 mit einem Charakter, der viel zu hoch für dieses Questgebiet ist. Bin aber davon überzeugt, das Video hilft euch auch in Viotelga Classic. Quest beinhaltet auch mehrere Schritte. Deshalb begebe ich mich jetzt zum ersten Schritt. Mache aber eine kurze Unterbrechung, also den Weg zeichne ich nicht auf und melde mich, sobald ich dort bin, mit weiteren Infos, also wo man hin muss, was man machen muss und so weiter. Bis gleich! Da bin ich auch wieder. Ich lande beim Kreuzfahrerturm. Also ich bin hier hingeflogen. Und hier müssen wir etwas einsammeln in der Nähe. Und zwar müssen wir uns jetzt zu diesem Damm begeben oder was das ist. Eine Mauer und wir müssen hier Blumen einsammeln. Jetzt sagt ihr, was? Blumen? Ja, Blumen. Und zwar Winterhyanzynte. Winterhyanzynte. Davon brauchen wir, glaube ich, 4 oder 5. Jetzt habe ich 2. Also sammelt so viel es geht. Ich glaube, mehr als für die Quest benötigt, kann man nicht einsammeln. 3, 4. Okay, 4 benötigen wir. Nun fliege ich zum nächsten Punkt. Ich melde mich dann wieder bei euch, wo man diese Klinge von Dragmar bekommt. Also nochmal eine kurze Unterbrechung, Weg ist ziemlich weit. Deshalb bis gleich, nicht wegschalten. Da bin ich auch schon gelandet. Ich bin einfach nach Suldwak geflogen, zur die Schwarze Wacht. Und jetzt zeige ich euch, wohin man muss. Es sollte nicht mehr allzu weit sein. So. Ich bin jetzt in der Drachenöde. Ihr seht, ich habe das Gebiet noch nicht mal aufgedeckt. Und wir müssen hier zu diesem See. Also hier nochmal die Map. Die Lichtwarte. Hier der Weg nach Zuldwak. So. Müssen uns hier in diesen Kreis begeben. Gestalt wegklicken ins Wasser und hier angekommen müssen wir diese Winterhyazinthe benutzen. Nun darf man ein bisschen abwarten. Diese Maid von Dragmar quatscht jetzt ein bisschen. Könnt ihr auch im Chat nachlesen, falls ihr wollt. Und sobald sie zu Ende gequatscht habt, könnt ihr diese Klinge von Dragmar looten, hier, vor ihr gespawnt. Ich werde euch jetzt noch zeigen, wo man diese Quest abgibt und bei wem. Wenn ihr das schon wisst, wäre es cool, wenn ihr das Video zu Ende laufen lasst. Das würde meinem Kanal sehr helfen. Also nochmal eine kurze Unterbrechung. Bis gleich. Da bin ich auch schon gelandet. Nun geht's in diese Richtung. So, Quest ist abzugeben bei Magister Edian Sonnental in der Weißkrone an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein.
Und nicht vergessen in den Kommentaren Link zum Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.